Hallo, Markus hier von WOMOVLOG. Mein Wohnmobil hat ein neues Feature. Wenn ihr wissen wollt, was es ist, bleibt dran, los geht's nach dem Intro. Neues Feature im Wohnmobil. Ich habe mir bei der Firma, ich blende es euch unten ein, die Homepage, eine App runtergeladen, beziehungsweise, nee, keine App, sondern eine Zusatzfunktion für mein Navi, für mein Zenic Navi. Und zwar geht das Ganze nur in Verbindung mit dem Eura, mit den Sitzen, die ich drin habe. Ihr könnt quasi mit der App und in Verbindung mit den Sitzen hier, ich zeige euch gleich auch wie, euer Blutdruck im Sitzen messen und euch auf dem Navi dann oder auf dem Bildschirm vom Navi oder auf dem Bildschirm vom Radio, vom Navisiever anzeigen lassen. Cooles neues Feature. Vor allem, ne, wenn man sich aufregt beim Autofahren, kann man gleich sehen, wie der Blutdruck hochgeht. Ich zeige euch die Bilder, ich blende es ein. Wie es denn aussieht, wenn die Anzeige auf dem Navi ist. An den Sitzen im Eura ist hier die Pumpe, die kennt ihr ja vom Arzt, ne? Wenn die Pumpe zugepumpt wird für die Armmanschette zum Blutdruckmessen. Das Ganze ist hier im Sitz integriert. Ihr pumpt also das Ganze auf. Ihr merkt es dann beim Draufsitzen. Nur, dass es halt nicht mehr um den Arm gelegt wird, sondern durch die Kleidung durch, auf eure Haut wirkt und so wird der Blutdruck gemessen. Und die Anzeige im Navi mit der neuen App, die ich runtergeladen habe und aufgespielt habe, zeigt euch dann das Ganze an, wie denn euer Blutdruck während der Fahrt ist. Ne? Vielleicht hat man wieder eine Situation, wo es dann wieder aufregt. Der Nachbar schneidet euch ab oder aber ne, es schneidet euch vorne beim Reinfahren. Dann könnt ihr den Blutdruck sehen auf eurem Navi. Wenn euch das Video über die Blutdruckmessung im Wohnmobil während dem Fahren oder auch ne, nicht nur während dem Fahren, sondern auch beim Sitzen auf dem Sitz gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gern kostenfrei den Kanal und ihr könnt auch die Glocke drücken, dann werdet ihr informiert, wenn es neue Videos auf dem Kanal gibt. Und schaut mal bitte jetzt genau auf das Datum, wenn denn das Video erschienen ist. Ich denke, ihr werdet dann merken, was ich denn bezweckt habe. Tschüss, euer Markus.